Topfgucker TV empfiehlt. Ich begrüße Sie heute in der Suppenküche Dresden. Mein Name ist Joachim Seidler, ich bin Küchenchef des Ganzen und möchte Ihnen heute gerne ein Gericht zeigen, traditionell von früher, die Grützwurst, auf Sächsisch auch Tiegelwurst genannt. Wir haben 1 Kilo Tiegelwurst für ca. 5 bis 6 Personen, was wir mit Speck und Zwiebel anrichten. Prise Salz, aber wenig bitte, Prise Pfeffer und eine Prise Majoran. Also wir selbst beziehen die Tiegelwurst aus unserem alten Schlachthof und der Clou hier dran ist, Grützwurst wird mit Hirse gemacht. Ja? Das ist als Bindemittel gedacht. Ne? Und wir lassen jetzt die Speckwürfel aus und dünsten die Zwiebeln an, um dann die Tiegelwurst darin zu braten. So, die sind jetzt glasig und dann die Grützwurst gleich rein. Und das Ganze braten wir scharf an. Die zerfällt jetzt in ihrer ganzen Struktur und wird dann ein Brei. Ja. Mittlerweile haben wir uns das Sauerkraut im Grund schon angesetzt, was jetzt schon fast fertig ist, aber im Ganzen dann nochmal ein bisschen rohes Sauerkraut dazu, um dort Frische reinzubringen, Vitamine reinzubringen. Ja? Das mache ich, das Rohe dann ganz zum Schluss. Sauerkraut muss nicht stundenlang kochen, es reichen wirklich Viertelstunde, 20 Minuten reicht zu. Den Kartoffelstampf bzw. das Püree habe ich auch schon vorbereitet. Die Kartoffeln sind gar. Dazu haben wir Milch und frische Butter. Ein kleiner Kniff ist der, dass der Püree oder der Stampf locker wird, dass man erst die Butter verrührt und dann die Milch anrührt. Ja? Das kommt immer am besten mit. Und wichtig ist, dass die Milch dann schön heiß ist und den ganzen Kartoffelstampf mit Salz, aber Vorsicht, die Kartoffeln sind auch schön gesalzen. Das müssen wir uns ranarbeiten an den Geschmack. So, das Ganze schmecken wir mit Muskat ab. Man kann eine Prise Pfeffer dran machen, wenn es geht, aber bitte weißen Pfeffer. So, das Ganze halten wir uns jetzt immer noch warm, weil die Tiegelwurst und das Kraut ist ja noch nicht fertig. Das schieben wir uns ein bisschen auf den Rand. So, Sie sehen schon, die Grützwurst, die zerfällt. Wie gesagt, es braucht auch nicht lange. Am längsten braucht Sauerkraut und die Kartoffeln. Die Grützwurst selber ist eine Minutensache. Aber original die Grützwurst ist die Blutgrütze, also Schweineblut und Grütze, Hirse. Ja. Hier müssen wir noch ein bisschen Feuer drunter geben, weil die ist jetzt noch nicht ganz fertig. Die kann auch eine ganz leichte Kruste annehmen. So, wir specken das Ganze ab. Jeder Fleischer hat eine andere Rezeptur. Die eine Wurst ist schärfer, die andere ist milder. Salz brauchen wir nicht. Eine Prise Majoran. Das ist aber auch ganz individuell, muss man hier anmachen. Und ich würde noch eine Prise Pfeffer dazugeben. Und schon ist das Ganze fertig. 20 Minuten, 25 Minuten, mehr machen wir nicht. Viel Spaß beim Nachkochen und ich wünsche Ihnen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de